Mein Name ist Arne Sucker. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer von der Sucker Holzbau GbR und mein erlernter Beruf ist Bauingenieur. Ja, Name Malte Sucker, bin Zimmerermeister in der Sucker Holzbau GbR, die ich mit meinem Bruder zusammen führe. Wir sind ein Betrieb mit 16 gewerblichen Mitarbeitern, 2 Geschäftsführern und sind im Prinzip eine Zimmerei, die ihr Hauptberufsfeld im ländlichen Raum hat, beziehungsweise auch in den Einzugsräumen Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter. Also die Geschäftsfelder kann man in erster Linie erstmal in 3 Hauptfelder aufteilen. Das ist in einer Linie die Zimmerei, was das Kerngeschäft ist. Der Zimmerei angegliedert ist natürlich auch die Dachdeckerei. Und als, ich sag mal, Nebengeschäft ist die Bautischlerei bei uns noch mit verankert. Der Restholzanfall ist halt in den Bereichen der Zimmerei zu sehen. Durch Abbund entstehen halt Mengen von sauberen Restholz, was wir hauptsächlich für die Verwertung nehmen. Natürlich auch aus der Altbausanierung und der Fachwerksanierung, wo Abschnitte anfallen. Es wird auf den Baustellen schon vorher sortiert, ob wir gewisse Abbruchmaterialien direkt zur Deponie fahren lassen oder in Boxen auf der Baustelle sammeln und dann zu uns zum Betriebshof bringen, wo dann das Holz der Zerkleinerung zugeführt wird. Weitestgehend sind die Arbeitsabläufe mechanisiert, also sprich, man kann mit Gabelstapler oder Radlader die fertigen, hackbaren Hölzer zum Zerkleinerer hinbringen, teilweise auch mit der Schüttgutschaufel einschütten. Der Hacker arbeitet per Knopfdruck selbstständig, fördert das Hackgut auf einen Haufen. Von da aus kann es dann mit Radlader oder Gabelstapler mit Schaufel entnommen werden und dann den Heizkreisen dementsprechend in die Vorratsbunker dann zugeführt werden. Und fast alles ohne händische Tätigkeiten. Mit der Heizanlage, die hier bei uns auf dem Firmengelände steht, werden alle Werkstatträume und Materialräume beheizt, sowie das Büro und zusätzlich noch das Einfamilienhaus von mir selbst. Dann werden noch 2 weitere Einfamilienhäuser mit unseren Hackschnitzeln versorgt, die dann dementsprechend auch Hackschnitzel von uns geliefert bekommen. Also wir haben die Firma Weimar auf der LIGNA, der Holzverarbeitermesse, kennengelernt und sind letztendlich über Jahre hinweg immer unserem Traum hinterhergeschlichen, einen Holzhacker zu haben, der im Prinzip das bekleidet, was wir in unserer Entsorgungskette haben wollen, und sind eigentlich an dieser Firma Weimar nicht vorbeigekommen, weil es im Prinzip das Flaggschiff unter den Hackern ist. Die Größe dieses Hackers, den wir jetzt gekauft haben, das ist im Prinzip durch das Beratungsgespräch oder durch die Betriebsanalyse von Fred Haller gewachsen, dass er ein maßgeschneidertes Konzept uns zubereitet hat und letztendlich dann auch verkauft hat. Ich glaube, im Jahr 2013 hatte ich Herrn Haller kennengelernt und der hatte auch Zeit und Muße, sich einer jungen Firma anzunehmen und sich der Sache dann auch da irgendwo zu stellen und zu sagen, wir können für euch ein Produkt liefern. Also mit der Maschine sind wir bisher sehr zufrieden, erfüllt unsere Erwartungen so, wie wir es eigentlich erhofft hatten. Da ist der Durchsatz eine ganz andere Hausnummer zu dem Produkt, was wir vorher hatten, was aber ähnlich war, und sind eigentlich an der Stelle unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt worden. Musik